Dann kann ich auch verstehen, dass er ständig weinen muss und so und einfach psychische Zusammenbrüche hat und wenn mal wieder was schief läuft, dann wo er 2 Jahre lang dran gearbeitet hat. Also Emerging Markets sind immer interessant. Was mega interessant ist, ist die Versicherungsbranche für autonomes Fahren. Ja, also das hat gerade Elon Musk als Produkt gelauncht. Oder ich weiß gar nicht, ob es als fertiges Produkt schon gelauncht ist, aber er hat die Ansage gemacht und wird es jetzt machen. Und der Versicherungspreis, also die Versicherungspolice wird sinken mit dem ansteigenden Anteil des autonomen Fahrens. Und er fängt jetzt an, wieder die Branche, also nächstmöglichen Touchpoint in diesem autonomen Fahren, nämlich die Versicherung und dieses riesige Fragezeichen drumherum, anzugehen und als Erster wieder was zu entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, veröffentliche dieses Video bitte, es ist einfach nur ein Meinungsvideo jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass also jetzt die ganzen großen Versicherungskonzerne und die ganzen Vorstände da sitzen und wieder lachen über ihn und sagen, hohoho, also das wird in den nächsten 50 bis 100 Jahren bestimmt nicht passieren, dass du da eine Versicherung mit einem so geringen Versicherungswert auf ein autonomes Fahren dann zu bezahlen hast. Also die sitzen garantiert recht viele solcher Vorstände, die irgendwie, die weißen Männer, 60 plus halt, und die werden alle, ich glaube, noch dann, solange sie noch leben, es erleben, dass es passiert. Und dann sich hoffentlich in den Arsch beißen. Aber auf jeden Fall wird sowas belächelt und dann gibt es ein paar wenige, die es machen. Und ich finde es mega geil und ich feiere es. Ich weiß auch, dass du es feierst. Wie stehst du allgemein zu Elon Musk? Wir kennen uns noch nicht persönlich. Also, Elon, wenn du das siehst, Ja, du musst ja eigentlich schon mit ihm komm sprechen. doch mal, komm doch mal vorbei. Come around Come around on a, draußen. on a Käffchen. Nein, ja, weiß ich nicht. Ich bewundernswert. Also, ich finde es geil, wenn jemand, das ja genau das Märkte angreift, der greift ja richtige Märkte an, der schnappt sich was, was eigentlich tradiert über 100 Jahre oder mehrere 100 Jahre genauso funktioniert hat, wie es gerade noch funktioniert und sagt, nee, es gibt Visionen, die haben ganz viele andere Menschen, haben auch diese Vision, nicht nur er, aber er geht es dann halt an und das hat er auf ein paar Märkten gemacht. Er hatte gelbe Seiten, glaube ich, so quasi digitalisiert in den USA als erster, hat an PayPal mitgewirkt, die ganzen SpaceX-Geschichte und. Also ist viel, was da passiert. Also halt extrem gegen Widerstände, stelle ich mir mal vor, gegen extreme Widerstände ankämpfen musst und dafür einfach Zeit investieren musst und diese Zeit vor allem selber persönlich investieren musst, um selbst gegen diese Widerstände anzukämpfen oder Leute dazu zu motivieren, zu gewinnen, zu wie auch immer, gegen diese Widerstände anzukämpfen. Und deswegen stelle ich es mir zeitintensiv vor, auf jeden Fall. Und deswegen unter 40 Stunden. Also ich glaube eher, dass es so ein ich arbeite oder ich habe viel gearbeitet und arbeite jetzt vielleicht noch überdurchschnittlich viel, also nicht extrem viel. Und ich kenne auch so die Widerstände, die man so hat, alleine als Gründer, aber als Gründer in einer Branche, die man eigentlich selbst erfindet, die man komplett umwälzt, die man komplett neu erfindet eigentlich. Das stelle ich mir krass vor. Und dann kann ich auch verstehen, dass er ständig weinen muss und so. Und einfach psychische Zusammenbrüche hat und wenn mal wieder was schief läuft, dann wo er 2 Jahre lang dran gearbeitet hat. Telefon. Danke auch. Patrick, mein Lieber, wie kann ich dich weiterbringen? Ja, 3E. Ja, Katrin. 3a. 3E. Kannst du mir ein Bier mitbringen, bitte? Ja, weißt du, was die besten Reden sind, ne? Ja, weißt du. Ja, eben. Ausreden. Okay, bis gleich. Tschüssing. Was jetzt? Jetzt gehe ich. In 3E und ein Bier trinken. Nee, im Hetzsitzung. Hetzsitzung.